heute einen ganz besonderen Gast hier. Er ist Fachanwalt für Strafrecht und auch Buchautor. Er hat nämlich ein ganz besonderes Buch rausgebracht, nämlich das erste Buch für, sag ich mal, auch Nicht-Juristen, wo sozusagen erklärt wird, wie man sich vor Gericht selbst verteidigen kann. Wir haben davon auch profitiert, wir werden davon später mal berichten. Und zwar ist Mario Seidel heute hier. Es freut mich sehr, dass du es geschafft hast, hier noch anzukommen. Obwohl du so viel beschäftigt bist, hast du dir Zeit genommen. Hallo. Hi. Hey, Mario. Ja, und zwar, was uns interessiert ist, wir reden ja grundsätzlich auch ein bisschen über das Thema Selbstständigkeit, ist grundsätzlich erstmal, dass du uns mal erklärst, wie bist du aufgewachsen und wann kam der Moment, wo du wusstest, dass du auch mal irgendwie einen Beruf machen willst, den man selbstständig ausführen kann. Wenn du da mal so eine Zusammenfassung geben kannst, wo kommst du überhaupt her? Ich bin hier sozusagen um die Ecke groß geworden, SO 36 als Arbeiterkind. Ne? Und warum wird man selbstständig? Selbstständig wird man immer dann, wenn man einen gewissen Grad an Freiheit braucht. Ne? Also auch als Student wusste ich natürlich nicht, was ich eigentlich werden wollte, aber ich habe ja Jura studiert, mehr durch Zufall, weil ein Freund gesagt hat, lass uns mal Jura studieren. An dem Tag, als ich das Formular ausgefüllt habe für die für Studium, damals gab es ja noch die Vergabestelle für Studienplätze, und er sagte, komm, lass uns mal, wir wollten eigentlich ursprünglich mal Betriebswirtschaft studieren, und er sagte, ach komm, lass uns mal Jura studieren. Und dann habe ich mein Kreuzchen bei Jura gemacht und dann fing sozusagen die ganze Sache an. Jura bringt einen ja dazu, in einer bestimmten Art und Weise zu denken. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Jura beinhaltet, nämlich eine bestimmte Art von Logik, strukturelles Denken. Auch die Möglichkeit sozusagen, sich bestimmte Bereiche zu erschließen, denn ich sage mal, das Wesen von Jura ist sozusagen das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Ne? Wenn man das richtig macht, und davon muss man natürlich auch profitieren nachher im Beruf, weil die meisten Leute sagen, um Gottes Willen, Jura, das ist ja nur auswendig lernen, aber auswendig lernen betrifft im Wesentlichen Definitionen und Gesetze, aber die Art und Weise des Denkens dahinter, die ist sehr speziell und unterscheidet auch den Juristen vom Nicht-Juristen, und deshalb können die meisten Nicht-Juristen nicht mit Juristen sprechen und die Juristen können sehr schwer mit den Nicht-Juristen sprechen. Ich habe deshalb ja mein Buch, du hast es ja gerade angesprochen, so geschrieben, dass auch der Nicht-Jurist verstehen kann, was ihn vor Gericht erwartet. Aber gehen wir nochmal zurück. Also ich habe Jura studiert und studiert und studiert. Damals hat man noch etwas länger studiert, aber für mich war völlig klar, dass ich etwas machen möchte, wo ich Freiheit habe. Und ich habe immer selbstständig gearbeitet, auch neben dem Studium. Ich bin viele Jahre Taxe gefahren, und da verdient man immer dann Geld, wenn man gearbeitet hat. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Krankengeld gekriegt. Ne? Also auch als Taxifahrer war das so, man hat eben einen bestimmten Anteil gekriegt von dem, was man eingenommen hat. Damals war das noch etwas günstiger, weil man musste keine Steuer bezahlen, auch keine Sozialabgaben. Jedenfalls war das, was man auf der Hand hatte, war eben das Entsprechende, und man konnte damit auch ganz gut leben. Aber, wie gesagt, man musste sich selbst aufraffen und sagen, ich fahre jetzt. Ne? Und wenn man nicht gefahren ist, hat man auch kein Geld verdient. Ich habe viele Jobs gemacht, aber im Wesentlichen eben bin ich über viele Jahre Taxe gefahren. So, und diese Selbstständigkeit bedeutet aber auch, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich stelle jetzt den Wagen ab. Ne? Und das ist eben eine Freiheit, die man als Selbstständiger hat. Und deshalb war für mich relativ schnell klar, ich möchte etwas machen, wo ich selbst entscheide, wann ich den Wagen abstelle und wann ich wieder einsteige. Und die juristische Ausbildung unterteilt sich ja zum einen ins Studium, wo man auch nebenbei noch arbeiten kann. Die meisten müssen das. Ich bin ja Arbeiterkind. Wir hatten nicht viele Arbeiterkinder bei uns im Jahrgang. Das waren ja meistens schon Studenten, wo die Eltern Ärzte, Rechtsanwälte oder höhere Verwaltungsbeamte waren, und das waren Leute, die sozusagen mit der Bildung groß geworden sind und sozusagen schon mit dem Ziel, irgendwann mal zu studieren und irgendetwas zu machen, wohingegen als Arbeiterkind, da wird man dann Autoschlosser, Maurer vielleicht noch, Schreiner. Das heißt also, ich bin nicht mit dieser Idee groß geworden, irgendwann mal zu studieren und irgendetwas zu machen. Und solange ich studiert habe, stand der Beruf sozusagen nicht am Ende, weil ich gedacht habe, dann studierst du erstmal, guckst du mal nach, was passiert. Und dann kommt irgendwann mal das Referendariat. Das heißt also, man arbeitet, man ist fertig mit dem Studium an der Universität und hat dann sozusagen die Möglichkeit,
zu gucken, was macht man als Richter. Man ist eine Station beim Richter, beim Rechtsanwalt, in der Verwaltung. Ist man auch Beamter für eine gewisse Zeit, bis man wieder aussteigt als Referendar. Ist uns sozusagen Verfügungsmasse der Justiz. Also wenn ich heute sehe, die suchen Leute für die Wahlen. Bei uns war das gar kein Problem. Wir Referendare mussten, da hat man einen Anruf gekriegt und dann musste man als Referendar, als Wahlhelfer antreten. Das ist mir klar, ich möchte in diese Justizstruktur nicht. Das ist einfach, die Leute sind zu abhängig voneinander und sag ich mal, die Beamten versuchen immer keine Fehler zu machen und die müssen sich auch sozusagen mit ihren Gedanken in einem bestimmten Bereich bewegen. Also außerhalb dieses Bereichs bewegt man sich da nicht, sondern macht das, was man vorgegeben kriegt. Man bearbeitet seine Akten und weiß praktisch schon, wenn man da eintritt, wann man auch wieder in Pension geht, wie viel man wann verdient. Und letztendlich ist das für jemanden, der eine gewisse Sicherheit braucht, für den ist das in Ordnung. Aber für jemanden, der sagt, Menschenskind, ich weiß gar nicht, was das Leben für mich bereithält, ich will vielleicht noch ganz andere Sachen machen und ich will vielleicht auch mal selber entscheiden, dass ich mal 4 Wochen irgendwo anders hinfahre oder mir was angucke. Und für den ist jedenfalls der Beamtenberuf nichts. Und das gilt auch für die Richter. Selbst die sind ja sozusagen, obwohl sie unabhängig sind, sind ja trotzdem in einer bestimmten Struktur drin, die sozusagen ihr Leben vorgibt. Also, gut. Was mich interessiert, ist ja nochmal kurz, um ein bisschen nochmal von deiner Kindheit zu reden. Du bist in S36 aufgewachsen, wirklich? Ja, also, wie Görlitzer Straße. Okay. Krass, okay. Du bist Görlitzer Straße aufgewachsen. Ja, okay. Ja. Und du hattest quasi ein Umfeld wahrscheinlich, was jetzt nicht von Selbstständigen da war? Überhaupt oder? Nicht. Okay. Nichts. Wie gesagt, Arbeiterkind ist Arbeiterkind. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das ist ja eine Klasse gewesen. Ne? Also mein Vater hatte eine Zigarettenindustrie. Hier vorne war Moratti. Der hat da gearbeitet in der alten Jakobstraße. Meine Mutter war kaufmännische Angestellte, aber eben, wie gesagt, die Identität war eben Arbeiterkind. Und in der Schule waren eben auch nur Arbeiterkinder. Ne? Okay. Und da kriegt man, heute sagt man so ein Mindset, ne? So eine bestimmte Einstellung zum Leben. Und auch später ist das so gewesen. Also meine Freunde, die sind dann Feinmechaniker geworden oder sind zur Polizei gegangen oder zum Zoll oder sind wahrscheinlich Maler und Lackierer geworden. Das ist das sozusagen, mit dem ich groß geworden bin. Du bist quasi in Kreuzberg auf die Schule gegangen? Ich bin in Kreuzberg, jedenfalls die Grundschule habe ich in Kreuzberg gemacht. Okay. Wir sind dann später umgezogen. Okay. Aber in Kreuzberg bin ich auf die Grundschule gegangen. Auf die gleiche Schule übrigens, wie mein Vater schon gegangen ist. Okay. Und da ist die Frage, wie war die Mentalität bei dir zu Hause? War das so, du musst jetzt quasi überhaupt nicht, gar nicht. Nee, ich war völlig frei. Meine Eltern haben mir das überlassen. Ne? Also bin ja Scheidungskind. Aber meine Mutter war sozusagen der wesentliche Teil. Und die hat gesagt, Junge, was du machen willst, machst du. Ne? Also die war nie dahinter. Schulnoten spielten nie eine Rolle, die auch nicht immer so gut gewesen sind. Erst später, nachher, ich habe ja noch einen Realschulabschluss, bin ja dann erst sozusagen, habe ja dann erst Abitur gemacht. Und nee, bei uns zu Hause gab es überhaupt keinen Druck. Noten spielten keine Rolle. Meine Mutter sagte schon ziemlich früh, Junge, du musst es dein Leben, du musst dieses Leben meistern, also mach das Beste draus, wenn ich dir helfen kann, helfe ich dir. Und so war das auch immer. Und was waren jetzt deine Lieblingsfächer, erinnerst du dich noch dran quasi, wo du sagst, da was hast du geliebt quasi in der Schule? In der Schule? Ja. Na, Geschichte, na, Deutsch war ganz gut. Wir hatten da später so Sozialkunde, aber ich habe auch gerne Biologie und Physik gemacht, ja. Mathematik ist nicht so der Renner gewesen, war so Mittelfeld. Ich hätte viel lieber gerne noch mal Chemie vernünftig gemacht, aber ich hatte leider nie einen Lehrer, der mir das vernünftig beigebracht hat. Also ich hatte immer auch Interesse für die Naturwissenschaften. Aber natürlich lag, also mein Hauptinteresse lag so im Bereich Geschichte und solche Geschichten. Interessant, okay. Und dann hast du quasi ein Abitur nachgeholt und dann hast du quasi gesagt, oh, jetzt, ne, wie du meintest, spontan, du willst Jura studieren, aber ohne wirklich jetzt erstmal ein Ziel zu haben. Genau. Du willst quasi Anwalt werden. Aber das war so, ich sag mal, die Mitstudenten hatten auch kein Ziel. Okay. Bei uns hatte niemand ein Ziel. Ne? Und was hat dein Umfeld dazu gesagt? Als du gesagt hast, du willst Jurist werden, wurdest du da quasi unterstützt oder war das allen egal? Und Exot. Exotik. Also überall, wo ich gearbeitet habe, bin ich natürlich ein Exot gewesen. In meinem Bereich schon mal Abitur war. In meinem Bereich, das waren eben so, es war eben eine andere Kaste, möchte man sagen. Und dann nachher als Jurastudent sowieso. Wusstest du, was dich erwartet? Nee. Kanntest du quasi schon Juristen gar nicht? Gar nicht. Das heißt, überhaupt nicht. So ein bisschen All-In quasi. Genau. Gucken. Ja. Gucken, was kommt. Genau. Und dann bist du jetzt quasi, es hat quasi einen Weg geebnet, diese Entscheidung trotzdem, hat dein ganzes Leben ja beeinflusst, weil du bist ja am Ende erfolgreich Anwalt geworden.
und kommst quasi wirklich trotzdem aber aus Kreuzberg, was ja sehr interessant ist, so, weil dadurch, glaube ich, bist du auch aktuell so, wie du bist, ne? Also man sieht es ja auch im Buch, du bist jemand, der, sage ich mal, sehr, sehr direkt ist, der auch, sage ich mal, sehr präsent ist. Wir hatten ja auch damals drüber gesprochen, dass viele Anwälte sich meist sehr zurückhalten, weil sie auch Angst haben, ihre Meinung zu sagen, ne? Und du bist aber jemand sozusagen, der sich auch traut, schwere Fälle anzugehen und der quasi auch, sage ich mal, eine gewisse Durchsetzungskraft hat. Also das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Ich meine, du kannst es für dich selber wahrscheinlich schwer beurteilen. Aber als wir quasi auch damals, da werden wir wahrscheinlich einen extra Podcast machen, was uns verbindet sozusagen, der Fall, was auch nochmal ziemlich langwierig werden wird. Und dass du da quasi auch quasi durch deine Mentalität auch jemand bist, der da, sag ich mal, wahrscheinlich auch im Strafrecht da doch ziemlich, sag ich mal, so seinen Platz erobern konnte. Gerade jetzt, wenn es darum geht, gewisse, sag ich mal, Fakten auch ans Licht zu bringen. Ne? Du hast ja, also wir haben das halt mitbekommen, dass die Richter, sage ich ja, auch nur Menschen sind und oft auch gar nicht unbedingt wollen, dass man quasi die Akte, so wie sie ist, nochmal anders interpretiert. Genau. Und deswegen sind halt Anwälte auch wichtig, die sagen, mir ist es erstmal grundsätzlich egal, wie die Richterin reagiert. Wichtig ist, dass mehr oder weniger die Wahrheit, wie auch immer man sie bezeichnet, ans Licht kommt, unabhängig von Emotionen der anderen Beteiligten und auch eben von der Richterin oder den Vorsitzenden. Ja. Kurz die Chronologie halten wollen, ist erstmal spannend zu wissen, wie du überhaupt auf Strafrecht gekommen bist, weil du hast ja dann Jura studiert, ne? Also, das ist so, ich sage mal, die anderen Bereiche, ich mache ja auch anderes Recht, oftmals bei Leuten, die nicht weiter wissen, wo die Beweisführung schwer ist. Und aber es gibt natürlich die klassischen Zivilrechtler, die auch den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch sitzen und sich nicht so sehr zu unterscheiden von den Beamten. Ne? Und genauso ist es mit Leuten, die nur Verwaltungsrecht machen. Und der bunteste Bereich ist nun mal Strafrecht. Und ich bin ja lange Jahre, bin ich ja Taxe gefahren. Da habe ich eigentlich meine Ausbildung gekriegt. Ne? Also immer mit den Leuten zu sprechen. Ne? Ich habe mir, weil das ja, ich sage mal, man sitzt da 12 Stunden oder 13 Stunden in der Taxe und hinter einem sitzt ein völlig Fremder. Viele Leute wollen ja sprechen und erzählen dann auch etwas, was sie sonst niemandem erzählen, weil wollen sie nicht mal den Psychiater erzählen. Und ich hatte mir immer so Themen gesetzt, habe gedacht, Mensch, frag doch mal die älteren Leute, wie war denn das zum Beispiel, als die Russen einmarschiert sind nach Berlin? Oder irgendwelche anderen Themen. Ne? Und dazu habe ich die Leute befragt. Und dann sieht man, es sind alles immer nur Menschen. Ne? Das Wesentliche ist subjektiv. Ne? Jeder trägt seinen Päckel mit sich. Und wenn die Leute erzählt haben von den schlimmen Momenten ihres Lebens und mal die Chance hatten, einfach mal aus sich herauszukommen, weil die haben mir gedacht, den Taxifahrer sehe ich nie wieder, aber ich möchte einfach mal loswerden. Und der Mensch spielt ja die zentrale Rolle oder sollte die zentrale Rolle in der Juristerei spielen, aber der spielt keine Rolle. Der ist, also ich sage mal, Menschen stören die Juristen eigentlich nur. Und wie gesagt, durch meine Ausbildung als Taxifahrer habe ich immer den Menschen im Zentrum gesehen und habe gedacht, naja, das ist doch wichtig, was mit den Menschen gemacht wird. Ne? Das heißt, der Mensch kommt zum Anwalt und sagt, hör mal zu, ich habe jetzt hier ein Problem. So. Und dann muss man den als Menschen auch empfangen. Ne? Das ist ja nicht so, dass man sagt, naja, der ist einfach nur eine Akte. Es gibt ja Kollegen, die machen das so. Aber man muss einfach auch den Menschen dahinter sehen und gucken, was ist für den gut. Manchmal ist es ja gar nicht gut, eine Sache bis zum Schluss auszukämpfen, sondern zu sagen, okay, wir versuchen mal, dass wir das irgendwie eingestellt kriegen oder irgendwas anderes, sodass du nicht vor ihr richten musst. Aber immer zu gucken, was ist für den einzelnen Menschen gut. Ne? Und das ist ganz unterschiedlich. Ne? Aber nochmal darauf zurückzukommen, ihr kennt ja mein Buch und da gibt es ja eine Widmung und die habe ich meinem jetzt verstorbenen Freund Volker geschrieben, dem habe ich das Buch gewidmet und wir sind angetreten, er übrigens auch Arbeiter kennt, wir sind angetreten, um uns zu wehren. Ne? Also, dass man nicht immer alles mit einem machen kann und die Kenntnis des Rechts ist einfach hilfreich dabei, dass die Leute nicht alles mit einem machen können, sondern dass man einfach auch reagieren kann und es ist auch, sage ich mal, eine gute Portion Trotz dabei. Das Buch kurz einblenden, dann seht ihr das nochmal. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall mega interessant. Das heißt, du hast quasi während deiner Taxizeit, die du dir quasi damit dein Studium quasi finanziert hast, dann gesagt, boah, ich will einfach Strafrecht machen. Und ist es denn das, was du dir auch erwartet hast, als du dann angefangen hast? Erinnerst du dich noch an deine Anfangszeit quasi als Strafrechtler? Also ich kann dazu sagen, ich habe ja schon als Referendar, eigentlich als Student habe ich schon angefangen, das war 1986, bei einem Kollegen. Der war hier ein bekannter Strafverteidiger, aber sehr unkonventionell. Und das ist auch mein Glück, dass ich bei dem gelandet bin. Ne? Also wir haben so viele Sachen erlebt, dass ich sagen kann, der hat mich im Wesentlichen geprägt. Ne? Und der war einfach unkonventionell. Ne? Man kommt ja als Student, kommt man ja sozusagen mit einer gewissen Hochachtung
da an diese Sache und man merkt einfach, es sind überall nur Menschen. Ne? Und mein Kollege hat mich auch insofern geprägt, dass er mir immer schon freie Hand gegeben hat. Ne? Der hat mir Akten gegeben, die ich bearbeiten konnte. Bin sozusagen schon lange vor meinem zweiten Staatsexamen, vom ersten Staatsexamen hatte ich schon so viele Gerichtstermine, wie andere später überhaupt nicht. Also es, wie gesagt, ich hatte, ich schätze mal, vor meinem ersten Staatsexamen werde ich wahrscheinlich 200 Gerichtstermine schon gehabt haben in allen Bereichen. Schlicht und einfach, damals, das war noch West-Berlin, war es ja so, dass es nicht so viele Anwälte gab und es gab eben eine ganze Menge Gerichtstermine. Und wie gesagt, entweder gab man das an die Terminsvertreter bei Gericht oder man hat den Referendar geschickt. Ne? Und bei leichten Sachen konnte man den Referendar schicken. Ne? Und, okay, und später war das eben auch mein Vorteil im Referendariat. Da war ich mal im Rechtsamt und keiner wollte die Gerichtstermine machen. Okay. Das war natürlich für mich viel einfacher, als irgendwelche Akten zu bearbeiten. Ich habe dann so einen Stapel Akten gekriegt und habe die Gerichte dann abgeklappert. Und meine Kollegen waren sehr erfreut darüber, dass sich jemand gefunden hat, der die Gerichtstermine macht, und die haben lieber da gesessen und haben irgendwas geschrieben. Und welches Gericht war das quasi, was du zuerst besucht hattest? Mein erstes Gericht war das Kammergericht. Kammergericht. Ja, obwohl ich da überhaupt nichts machen konnte, aber mein Kollege wollte einfach nur sehen, ob ich den Mumm habe, sozusagen so als Student dahin zu gehen. Und es ging einfach nur darum, dem Gericht zu sagen, dass der Mandant krank gewesen ist oder sonst irgendwas. Aber hinzugehen sozusagen für ihn, der hat mich so ins kalte Wasser geworfen. Ein schöner Berg quasi? Nee, damals war das Kammergericht noch in der Nähe vom Amtsgerichtsplatz, ne, in Charlottenburg. Ah, ne? Das war ein kleines Gebäude. Es ist alles anders gewesen. Nee, und ich war überall, ich war viel bei den Arbeitsgerichten, also immer dann, wenn auch sozusagen ein Nichtanwalt vertreten kann. Bei allen Amtsgerichten, die es in West-Berlin gab, war ich beim Verwaltungsgericht und solche Sachen. Das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Ja, also hast du dich dann quasi wirklich für Strafrecht halt spezialisiert, bist dann quasi direkt schon am Anfang an vor den ersten oder während vor dem zweiten Staatsexamen schon das 200 Gerichte besucht, und dann ist quasi so, dass als du dann das erste Mal selbstständig warst und du alleine quasi deinen eigenen Strafverfahren hattest. Erinnerst du dich noch an deinen ersten quasi Strafverfahren, was du geführt hattest? Also durch meinen Kollegen, bei dem hatte ich dann ein Zimmer, bei dem ich auch sozusagen schon als Student gewesen war. Der hat gesagt, Mensch, Herr Seidel, hier haben wir ein Zimmer, gehen Sie da rein. Und war ja gerade verheiratet, das erste Kind war da, und deshalb war das auch gut, dass ich sozusagen, da musste ich keine Miete bezahlen, sondern ich habe auch den Graupelputz gemacht des Kollegen. Alle Fälle, die er nicht machen wollte, landeten bei mir auf dem Tisch, und da waren also zahlreiche Amtsgerichtsverfahren, und das erste große Verfahren war ein Bankraubverfahren in Frankfurt-Oder, was viele Ableger hatte und was mich auch viele Jahre beschäftigt hat. Und es ist jetzt so, dass wenn du jetzt in den Fall aussuchst, dass du da einfach schon die gewisse Fälle besonders ansprechen als andere Fälle, die du gerne betreuen würdest, oder hast du da so eine Vorliebe entwickelt? Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, das ist das, was am spannendsten ist? Das ist, oder? Weil es sind ja, ich sag mal, ich habe auch nicht so viel Mord- und Totschlagfälle, aber es sind Sachen, die zum Teil sehr anspruchsvoll sind. Ne? Also ich sage, ja, natürlich kann man machen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiß ich nicht, irgendwelche Schichten schwarz fahren und so. Ja, kann man machen. Und es ist ja immer, es trifft ja auch immer den einzelnen Menschen, und für den ist das sozusagen der wichtigste Fall. Und vielfach kann man da auch was machen. Aber sage mal, so vom Anspruch her sind so die Mord- und Totschlagfälle, die haben schon eine gewisse Qualität. Und jetzt nochmal auf ein anderes Thema. Grundsätzlich, also als Jurist, würdest du es Jungen empfehlen quasi, wenn man da selbstständig ist, kann man da gut verdienen? Oder was muss man quasi beachten, um dann auch eine erfolgreiche Karriere zu machen? Es hat sich zwar verändert mit der Zeit, aber du bist ja aktuell ja komplett mit drin. Was sagst du jetzt Leuten, die jetzt quasi Jurist werden wollen, die vielleicht sich eine Kanzlei aufbauen wollen? So, worauf sollte man achten? Ist es erstrebenswert aktuell in unserem System? Nee. Nein? Also nicht. Ich glaube auch, dass in Zukunft ein Großteil der Tätigkeit wegfällt an KI, der heute von Anwälten betrieben wird. Ich sage mal, vielleicht in 10 Jahren werden wahrscheinlich gar keine Anwälte mehr beauftragt werden müssen, um sozusagen im Scheidungsverfahren zu begleiten.
ich sage mal, das ist bei den Steuerberatern so. Wir jammern ja heute über den Facharbeitermangel, aber ich sage mal, in 10 Jahren, wenn KI einen großen Teil übernommen hat, wir sehen das ja schon, also ich weiß, in Großbritannien habe ich mal gelesen, da haben sie einen großen Teil der Finanzbeamten einfach weggestrichen, weil das alles durch die Computer gemacht wird und die werden ja immer schlauer und die haben immer mehr Daten und ich sage mal, es gibt solche Sachen wie zum Beispiel, also Mietrecht könnte man gut einsetzen, Scheidungen sowieso, also ich weiß auch nicht, warum eine einvernehmliche Scheidung, warum man dafür einen Anwalt braucht, ne? Kostet einen Haufen Geld. Da gibt es andere Modelle, wie zum Beispiel in der DDR, wie das gewesen ist, das kann man ja vom Notar machen und so weiter. Und da kann man auch die Gebühren, sage ich mal, relativ gering halten. Wie gesagt, Mietrecht, viele Sachen aus dem Straßenverkehrsrecht könnte man machen. Also da gibt es zahlreiche Sachen, und wie gesagt, Mietrecht und Straßenverkehrsrecht, das ist ja, das nimmt ja einen großen Teil der anwaltlichen Tätigkeit ein. Ne? Strafrecht ist schwer, weil es sehr individuell ist, aber ich sage mal, Mietrecht, da tauchen immer die gleichen Probleme auf. Und ich glaube, das ist doch viel einfacher für die KI, eine Betriebskostenabrechnung zu überprüfen, als für einen Rechtsanwalt, wenn da bestimmte Parameter eingegeben werden. Wie gesagt, es gibt ja Beispiele aus Amerika, wo man, ich glaube, es waren Fälle aus dem unlauteren Wettbewerb, hat man eine Zahl von Anwälten gegeben, die sollten das überprüfen, die haben dafür Tage und Wochen gebraucht und die KI hat 38 Minuten gebraucht und war sozusagen viel korrekter als die Anwälte. Ja. So, und das ist sozusagen das, wo wir hinführen. Ne? Das ist so, genauso ist es viele Sachen aus dem Verwaltungsrecht. Ne? Und das gilt ja aber auch für die Richter. Ne? Vielleicht brauche ich gar nicht mehr für alle Richter. Also wir haben ja einen großen Teil, das ist ja schon auf Rechtspfleger transferiert worden, also Leute, die keine Volljuristen sind. Aber ich glaube auch, dass man ganz viele Sachen machen kann, die man der KI überträgt. Einfache Sachen, wo dann nachher am Schluss vielleicht noch jemand sozusagen die Endentscheidung trifft. Aber dass praktisch alles schnell gemacht wird. Ne? Ja. Deshalb, also das muss man auf alle Fälle sehen. Die Art und Weise zu denken als Jurist kann erstrebenswert sein, aber man muss sich immer im Klaren sein, dass der Jurist nachher Schwierigkeiten hat, sich mit anderen zu unterhalten. Das bleibt gar nicht aus. Ja, das ist tatsächlich ja. So. Das ist mir auch gesagt worden von einem Professor, sagt, jetzt denken Sie noch normal, aber am Ende Ihres Studiums wird Sie keiner mehr verstehen. Und vieles stimmt auch, ne? Man hat halt oft so im Kopf, so wenn man zu einem Anwalt geht normalerweise, dass man quasi dann von dem Anwalt dem Motto eine halbe Stunde vollgequatscht wird mit Fachbegriffen, die man nicht kennt. Dann hört man zu und nickt meistens und dann ist quasi so, ja und was machen wir jetzt quasi? Ja. Und das ist halt das, was du mit dem Buch nochmal durchbrochen hast, dass man auch versteht, was ist dahinter. Aber das merkt man auch bei Ärzten. Das ist ja so ein bisschen ähnlich so, weil es so viele Fachbegriffe gibt und man gar nicht mehr lernt, quasi in normaler Sprache zu denken. Dabei steht in den Fachbegriffen ja trotzdem meistens doch was, was man verstehen kann. Es ist halt nur eben ummantelt mit diesen ganzen Fachbegriffen. Naja, eigentlich die Fachbegriffe beinhalten ganz viel, ne? Man könnte zum Beispiel, sag ich mal, Wohnmobil, könnte man natürlich auch umschreiben, aber jeder weiß, was das Wort Wohnmobil bedeutet. Ne? Das ist also ein Fahrzeug, was selbst fährt und wo man sozusagen drin schlafen kann und wo, weiß ich nicht, was ein Waschbecken drin ist und vielleicht noch eine Dusche und ein Klo und so weiter, das sagt das Wort Wohnmobil. Ne? Umschreiben kann man es. Und wie gesagt, beim Umschreiben würde doch jeder verstehen. Wir sind ja schon, also ich sage mal, die Juristerei hat ja abgespeckt, was so die Fachbegriffe angeht. Also es gab ja früher, in meinem Studium gab es noch eine ganze Menge lateinischer Fachbegriffe. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Jetzt gibt es englische Fachbegriffe. Ja. Die allerdings, und dann muss man sagen, die sind natürlich ein Riesenproblem, weil Englisch ist nicht unsere Muttersprache. Die kommen aus einem anderen Rechtskreis, der völlig anders ist. Und deshalb sind zum Beispiel Übersetzungen von einer Sprache in die andere Sprache. Ich habe ja eine Zeit lang in Namibia gewohnt und habe ja auch so juristische Texte zum Teil übersetzt. Es ist ganz schwer, sozusagen einen deutschen juristischen Text ins Englische und umgekehrt zu transferieren, weil wir immer im Hinterkopf haben, dass bestimmte Begriffe eine bestimmte Bedeutung haben, aber dass die im anderen Rechtskreis was ganz anderes bedeuten können. Aber Sprache spielt ja auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Das merkt man ja auch bei den Urteilen. Das heißt, sprachlich bewandte Richter können Urteile am Ende einfacher verfassen, wie jemand, der Probleme hat, Wörter zu finden, weil es ja in Wahrheit ja auch darum geht, irgendwie was doch irgendwie rational für den, der es anschaut, zu erklären. Es geht ja meistens nicht darum, wer hat recht, sondern wie kann man das so begründen, dass es eine runde Geschichte ergibt und die Richterin das Urteil abgibt. Das heißt, je sprachlich bewandter sie ist und je unbewandter der Anwalt ist, umso schwerer hat das wahrscheinlich dennoch anzukommen. Weil hinter diesen ganzen Wörtern ja am Ende ja irgendwie doch, die müssen ja aufgebrochen werden, mehr oder weniger vom Anwalt und sagen, so stimmt's nicht. Und da muss ja quasi Interpretation ja nochmal dann quasi ergänzt werden. Ne? Naja, also wir, sowohl die Richter als auch die Rechtsanwälte, bewegen sich innerhalb einer bestimmten Struktur. Und die Struktur ist vorgegeben. Ne? Das heißt also, es gibt so bestimmte Prüfungsschemata,
Ne? Und wenn ich jetzt einen bestimmten Paragraphen habe, dann wird der zerlegt in einzelne Teilbegriffe und die müssen abgeprüft werden. Und erst wenn alles zusammen sozusagen positiv bewertet wird, erst dann kann man sagen, dieser Begriff wird angenommen. Das nennt sich Subsumption. Und das kriegt man beigebracht im Studium. Und das ist das, woran sich die Richter und die Rechtsanwälte langhangeln. Ne? Deshalb wissen wir jedenfalls, wenn der Richter irgendetwas begründet, an welchem Punkt der Prüfung er eigentlich ist oder sein müsste. Und wir sehen noch, ob er irgendwas vergessen hat. Die Bewertung ist immer die Sache des Richters. Und dabei ist natürlich das Problem, also in meinem Fachbereich ist es so, dass der Zeugenbeweis ja einen ganz großen Teil einnimmt. Ne? Ja. Und leider ist es so, dass eben die Juristen, sowohl Staatsanwälte als auch die Richter, aber auch meine Kollegen überhaupt nicht wissen, was hinter so einer Aussage steckt, ne? Was eigentlich im Kopf stattfindet. Wir nehmen ja sozusagen alles wahr, wenn jemand sagt, da ist ein rotes Auto gefahren, dass tatsächlich da ein rotes Auto gefahren ist. Das Problem ist aber, da kann alles gefahren sein. Da kann LKW gefahren sein, da kann ein Fahrrad gefahren sein, da kann sonst irgendwas gefahren sein. Mit unserem Kopf, da passieren Sachen, die eben gut erforscht sind mittlerweile durch die Psychologen. Die aber sozusagen, diese Erkenntnisse sind nicht bis zu uns durchgedrungen, macht uns ja auch Arbeit. Wenn wir mit einmal sagen, also, ja, schön sagt der, wir haben einen Zeugen, aber das kann auch sein, dass der die Geschichte tausendmal gehört hat, da hat ihm noch jemand irgendwas gesagt und man kann ja selber nicht mehr unterscheiden. Ist es das, was tatsächlich passiert ist oder ist es das, was ich in meinem Kopf habe als Vorstellung und jedes Mal, wenn ich mich erinnere, wird sozusagen das Ganze nochmal neu konstruiert. Und wie gesagt, das ist natürlich tödlich eigentlich für die Juristen, weil wir unterteilen ja sozusagen in Sachbeweise, also alles, was man anfassen kann, ne? Also auch Messungen und so weiter. Und wir haben dann den Personalbeweis, das sind die Zeugenaussagen. Und es ist ja viel einfacher für einen Richter zu sagen, ja, der Zeuge XY, der ist ja völlig glaubhaft. Warum ist der glaubhaft? Das wird ja überhaupt nicht gesagt, warum der jetzt besonders glaubhaft ist. Wir wissen immer, Zeugen für den Angeklagten sind immer besonders unglaubhaft. Ne? Das ist sozusagen das Schema, was vorgegeben ist. Die Richter sind doch gar nicht in der Lage festzustellen, ob jemand eine glaubhafte Aussage macht oder nicht. Das können die nicht. Dafür sind sie nicht ausgebildet. Aber der Staat gibt ihnen Macht. Die dürfen eine Robe tragen mit Samt. Und deshalb können die sagen, der eine lügt und der andere nicht. Dann kommen wir auf jeden Fall nochmal zu diesem interessanten Thema auch generell. Ne? Wie weit sich ein Anwalt einsetzt für seinen Mandanten, ne? Ist ja auch immer nur vom Anwalt zu Anwalt ja verschieden, wie du auch, glaube ich, in deinem Buch gemeint hast. Das heißt, der Anwalt spielt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle an seine Motivation, letztendlich ihm zu helfen, wie weit man in das Verfahren reingeht, weil man kann ja alles nochmal von vorne aufrollen und tausende Beweise und so dazu holen oder man sagt, man gibt es mit dem zufrieden, was in der Akte ist. Genau. Also mich hat mein Kollege als investigativen Anwalt bezeichnet, weil ich mich eben nicht damit zufrieden gebe. Weil, wie gesagt, das ist sozusagen meine Ausbildung als Taxifahrer. Ja. Ich weiß, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Und deshalb ist die Begründung vielleicht oder das Ergebnis liegt vielleicht außerhalb der Akte. Und die Akte ist nun mal das, was der Richter hat. Und der will sich ja davon auch nicht wegbewegen. Ne? Also immer innerhalb dieses Spielfelds, was sich Akte nennt. Und da muss man eben argumentieren. Und die Frage ist, wer wird denn Jurist? Na, Jurist werden ja keine freien Denker. Da werden, also ich sage mal, in der Regel werden nicht die Leute Juristen, die sozusagen da denken und da, sondern in dem Spielfeld. Und ganz egal, wie groß das Spielfeld ist, kann auch immer kleiner werden. Ne? Der Jurist sagt, das sind die Regeln und so, darin bewege ich mich eben. Also ich sage mal, also viele meiner Kollegen haben einfach eine Affinität zu Regeln und die stellen die auch nicht in Frage. Ne? Und genauso wie die Autorität des Richters. Ne? Der Richter ist auch nur ein Mensch und die Strafprozessordnung gibt uns eine ganze Menge Möglichkeiten, sich auch dagegen sozusagen zu wehren und zeigen, dass man präsent ist für den Mandanten. Aber in der Regel ist es so, dass die Kollegen, wie gesagt, deshalb viele wollen gar nicht verhandeln. Ne? Sie würden wahrscheinlich auch sagen, das Strafverfahren doch außerhalb machen. Aber da zu sein, aufzustehen, einen Antrag zu stellen und sich dem Richter entgegenzustellen. Die Richter treten ja manchmal sehr autoritär auf und ist auch mal eine Frage, wie ist man erzogen worden? Ne? Gibt man sich mit dem zufrieden oder nicht? Und ich glaube, deswegen ist das Buch auch, sage ich mal, so wertvoll. Gut, ich muss kurz die Kamera noch starten. Gut, ich bringe kurz den Satz noch zu Ende. Weil man dadurch auch, sage ich mal, selbst wenn man sich nicht selbst verteidigen will, nochmal besser seinen Anwalt auswählen kann, weil man weiß, was geschieht sozusagen vor Gericht. Weil das ist, glaube ich, den meisten nicht bewusst, weil viele, wie du meinst, der Richter für viele ja quasi so ein bisschen die Autorität ist, ist für viele der Anwalt die Autorität, die man erstmal nicht in Frage stellt. Ja. Also wir waren gerade dabei, dass quasi ich gesagt habe, dass das Buch wertvoll ist, auch für Leute, die selbst wenn sie sich einen Anwalt holen, einfach nur hinter die Kulissen blicken.
Weil so, wie du die Sachen beschreibst, viele sich auch gar nicht trauen, sich eventuell anzusprechen. Es gibt, du hast auch statistische Fakten einfach genannt. So, und viele trauen sich die auch nicht zu interpretieren und zu sagen, pass auf, es ist einfach so. Ich weiß jetzt nicht, wo lag die Freispruchquote? 3%. 3%. Das sind so Sachen, gut, dann kann man sagen, kann man sich irgendwie rausreden, aber Fakt ist, die ist 3%. Und dann kann man sich danach noch fragen, woran liegt es und dann das Ganze interpretieren. Und das hast du halt so ein bisschen gemacht, weil du gesagt hast, die Akte normalerweise wird grundsätzlich kaum noch verändert und ist meistens quasi schon sehr bestimmt genau. Für das Urteil. Genau, das ist sozusagen das Terrain, auf dem man sich bewegt. Ne? Und deshalb, wie gesagt, kann ich das von dem Kollegen eigentlich nur als Kompliment nehmen. Der sagt, ich bin ein investigativer Anwalt und ich habe ja auch dem Buch empfohlen, wenn Kollegen diese lesen, die sollen einfach mal von ihrem Schreibtisch aufstehen und dahin gehen, wo sozusagen die Sache sich abgespielt hat. Da wird man Wunder erleben. Ja? Also es ist einfach so, die Frage ist, nimmt man seinen Beruf einfach nur als Papiertätigkeit und da stört natürlich auch die mündliche Verhandlung oder sagt man, ich hinterfrage die Sache und will einfach mal gucken, wie könnte es denn gewesen sein? Ne? Das ist natürlich das Spannende, was viele auch nicht wahrscheinlich mitkriegen, dass nun mal dieses Investigative auch die wichtigste Arbeit ist, wie du meinst, auch Zeugen eventuell auch zu finden, ja, neue alles, Beweise zu finden. Alles. Das heißt, eigentlich ist es ja so, dass grundsätzlich ein Anwalt ja indirekt sowas wie ein Privatermittler auch irgendwie ist oder zumindest auch welche einschaltet, denke ich mal. Nee. Das ist die ganz große Ausnahme. Wie gesagt, Kollegen zu haben, die einfach schon mal von ihrem Schreibtisch aufstehen und gucken, wo ist was passiert, wer kann was gesehen haben, ist ja manchmal eine ganz einfache Sache. Und auch in den seltensten Fällen werden Privatermittler eingesetzt. Ich arbeite immer mit einem Privatermittler, jedenfalls bei größeren Fällen, weil der sozusagen die Sachen anders sieht, ich bestimmte Aufgaben auf ihn delegieren kann. Und da gibt es eben noch mal irgendwo einen Zeugen und den findet der raus. Ne? Und es gibt auch viel zu wenig Privatermittler, die sozusagen in meinem Bereich tätig sind. Ich habe nun mal Glück, bin ja mit ihm auch befreundet und der war eben Polizist, sowohl in der DDR als auch noch im Westen. Der kennt sozusagen seine Pappenheimer und der hat eine super kriminalistische Ausbildung. Also stimmt das Vorteil, dass Anwälte die meisten einfach viel Geld nehmen und dann am Ende sagen vom Motto, ja, ich würde empfehlen vom Motto Schweig und dann lässt man quasi alles so, wie es ist. Und tja, also was heißt viel Geld? Geld ist immer für den Anwalt was anderes als für den Mandanten. Ne? Man darf ja nicht vergessen, da stecken 10 Jahre Ausbildung hinter und das, weil wir ja eigentlich, Thema ist ja Selbstständigkeit. Ja. Ich muss ja für meine Altersversorgung sorgen und für die Krankenversicherung und ich muss das Büro bezahlen und wenn ich noch eine Kraft habe, muss ich die auch noch bezahlen und die ganzen Sozialabgaben und. Und dann kommen noch die Steuern. Also das ist nicht so. Also ich sag mal, eine Ausbildung bzw. eine Tätigkeit als Beamter, als höherer Beamter, ist viel lukrativer als, sage ich mal, für die meisten Anwälte. Also meinst du, man braucht quasi 10 Jahre regulär, um quasi Anwalt zu werden? Das ist ungefähr so die acht bis zehn Jahre. Das ist ja schon eine Menge. Klar, das unterschätzt man halt. Das weiß man halt meistens nicht. Wenn man sich anwendet, beschäftigt man sich nicht. So. Und dann haben die anderen schon Geld verdient. Ne? Ja, okay. Das muss man erstmal aufholen. Und wie gesagt, es ist ja eine Tätigkeit, die tatsächlich eine lange Ausbildung voraussetzt. Wobei ich ja in meinem Buch die Hypothese aufgestellt habe, dass ich in 4 Wochen jeden dazu bringe, vor Gericht auftreten zu können und niemand würde merken, ob der Anwalt ist oder nicht. Gut, also ich habe ja auch einen Kumpel, der Jura studiert und ich weiß ja, dass sie zum Teil halt alles ja durchnehmen eigentlich im Jurastudium, was man wahrscheinlich nicht braucht, wenn man sich später spezialisiert. Das heißt, wenn man jetzt, sag ich mal, das komplette, auch allein das BGB von vorne bis hinten durchliest, dann würde ich mal schwer annehmen, dass man davon wenig Prozente später wirklich auch braucht. Weil ich meine, da ist ja so viel an Wissen drin. Ich weiß nicht, wie viele Seiten hat das. Ich glaube, über 1000 oder so. Und das ist quasi so eine Sache, wo ich nur mitkriege, weil der hat so viel gelernt in so vielen Bereichen, wo ich mir dachte, ey, das wirst du doch im Leben niemals dazu kommen, das irgendwie im echten Leben anzuwenden. Das macht aber den guten Anwalt aus, dass der auch rechts und links weiß. Also, sag ich mal, Grundkenntnisse im Verwaltungsrecht spielen bei uns auch eine Rolle im Strafrecht. Oder ich sage mal, gute Kenntnisse des Zivilrechts und des Zivilprozessrechts sind natürlich auch maßgeblich für einen Strafverteidiger, weil viele Sachen aus der Wirtschaftskriminalität spielen ja in dem Bereich. Ne? Aber wenn ich gar nicht weiß, wie diese Strukturen sind, ich habe lange Baurecht gemacht und davon profitiere ich heute noch, sind also viele Sachen, man muss eben auch rechts und links
Sachen kennen. Genauso wie man, wenn man in der Schule ist, Chemie und Physik hat und weiß ich nicht was, wer kommt denn mit den Keplerschen Gesetzen irgendwann mal in Kontakt? Niemand. Aber es ist wichtig, bestimmte Sachen zu wissen, ne? Damit man bestimmte Sachen auch verbinden kann miteinander. Das macht ja Wissen aus. Heute wird alles gegoogelt und wieder vergessen. Und wenn man, wie gesagt, eine umfassende Bildung hat, dann verknüpft man viele Sachen und stellt zufälligerweise fest, oh Mensch, da gibt es ja eine Verbindung dazu und dann gibt es eine Verbindung dazu. Und deshalb ist es wichtig, dass man dieses ganze juristische Konstrukt, was ja, ich sage mal, ein Gesamtkunstwerk ist. Alles spielt sozusagen ineinander. Und die Strukturen, die da eine Rolle spielen, ja, die sind so grundlegend, dass man als Rechtsanwalt nicht ohne auskommen kann. Das heißt, wie viel, wenn man so viel Wissen sich aneignen muss, wie viel Sinn macht es denn für einen Normalverbraucher, sich einfach mit den Gesetzen auseinanderzusetzen? Das Problem ist ja für den Normalverbraucher, der kennt die Grundlage nicht. Ne? Es gibt viele Sachen, die, wo man Urteile nachlesen kann, wo es meistens zum eigenen Fall nicht passt, aber es nützt nicht, einen kleinen Teil rauszunehmen aus dem Puzzle und zu denken, man kennt das Gesamtbild. Ne? Nach dem Motto, ja, da ist es ja so und so gewesen, das habe ich ja gegoogelt und da gibt es ja dieses Urteil, aber dass das vielleicht gar keine Anwendung findet, weil die Grundlagen einfach eine andere sind. Ne? Und deshalb ist es auch schwer für, sag ich mal, für einen Laien bestimmte Urteile nachzuvollziehen. Also was ich grundsätzlich gemerkt habe, ist jetzt unabhängig auch von dem Wissen jetzt über Juristik, ist es trotzdem was viele Leute eben nicht wissen, sind diese ganzen Fristen. Und ich glaube, das ist auch was, wofür ein Anwalt auch, sage ich mal, das Wichtigste ist, weil wenn ich eine Frist verpasse, wenn ich einen Einspruch machen könnte und diese 2 Wochen verpasse, dann habe ich ja erstmal ein Problem. Und da gibt es halt, das haben wir halt gemerkt, ne, als du uns unterstützt hast, wie viele verschiedene Fristen es gibt, auf die man achten muss, wo man auch nicht sagen kann, mache ich nächste Woche. Ja. Und wenn man quasi die verspielt, dann ist alles vorbei. Und das verstehen viele nicht. Und das ist, glaube ich, das wahrscheinlich auch das Einzige, was für einen Normalverbraucher wichtig wäre, zu wissen, ey, ihr müsst diese Fristen ernst nehmen, weil diesen quasi, dann ist das Urteil ja am Ende weniger gefällt. So, wenn man Strafbefehl bekommt, keinen Einspruch macht, vielleicht dies nicht gesehen hat oder gedacht, ach, das wird schon irgendwie, ich kann ja dann irgendwann einen Anwalt holen für viel Geld, der kann dann auch nichts mehr machen. So, ne? Nee. Und diese Bildung, glaube ich, das ist das, was auch umso sinnvoll ist, natürlich auch deine Formulare, um sowas dann auch einzureichen. Der ist ja hinten eingefügt im Buch, was natürlich für uns auch super praktisch war, weil es gibt ja, sag ich mal, zigtausende Leute, die da irgendwas anbieten, aber zu wissen, dass das auch mehr oder weniger ist, was man wirklich aktuell nutzen kann. Und das hat uns halt geholfen und quasi auch diesen Blick gegeben, jetzt mittlerweile, wenn ich was kriege, dass ich auch immer genau hinschaue, wann gibt es dann, sag ich mal, Eingangsstempel, wann ist da die Post zu versendet quasi. Alles, ja. Und entsprechend reagieren wir dann darauf. Ja. Und das hat uns auf jeden Fall, sage ich mal, wirklich weitergeholfen in allen Bereichen. Ob Bußgeldverfahren, ob letztlich so, da haben wir ja immer, sag ich mal, diese Fristen gehabt, die wir auch oft verpasst haben, aber wo man dann quasi was hinkriegt. Aber die Mentalität ist ja so heute, ne? Dass man, gerade junge Leute denken, ja, dann erkläre ich später, warum ich das nicht. Ja, ist, nee, Juristerei ist hart. Ne? Bis hierhin und nicht weiter. Und danach ist dann eben, da kommt der Abgrund. Ne? Und das ist zum Beispiel, als Jurist hat man, ich behaupte mal, so ein Fristenorgan. Also selbst wenn die Frist nicht aus irgendeinem Grund vielleicht nicht im Kalender angezeigt ist oder sonst irgendwas, wenn man das einmal gesehen hat und man weiß, dass irgendwo eine Frist, das ist die geht nicht weg. Das ist das, was so ein Anwalt ausmacht, so dieses Fristenorgan, dass man immer weiß, welche Frist gerade aktuell ist. Wobei ich sagen muss, da bin ich ja als Strafrechtler bin ich ganz gut dran. Wir haben nicht so viel Fristen, ne? Also deshalb ist es schon ganz gut. Aber wie gesagt, der Einspruch beim Strafbefehl ist wichtig und dann natürlich die Rechtsmittelfrist für die Urteile. Ne? Also wo ist die Grenze gekommen, wo du sagst, es lohnt sich quasi, sich selbst zu verteidigen und den Punkt einen Anwalt einzuschalten? Gibt es da so eine klare Grenze, die du setzt und sagst, ab hier und nicht weiter? Nee, die Grenze findet ja im Kopf statt. Das ist ja für jeden individuell. Ja. Also es ist tatsächlich, es ist ein fremdes Gebäude, es sind fremde Gebräuche, es ist eine Sprache, mit der ich nicht zurechtkomme. Ne? Ich kann ja von meiner eigenen Unschuld überzeugt sein, aber die Frage ist, inwiefern kann ich das Gericht dazu bringen? Und es gibt einfach die Werkzeuge desjenigen, der sich verteidigt, sind in der StPO festgelegt, aber die muss man kennen. Und wenn jetzt, sagt ja die Polizei schon, sie können entlastende Beweise anregen, dann, ja, wie mache ich das? Was soll das überhaupt sein? Ne? Ja. Und immer, wenn ich denke, naja, eigentlich kann mir nichts passieren, ich habe ja nichts gemacht. Ne? Ja. Aber dass die Akte vielleicht ganz anders aussieht, weil XYZ gesagt haben,
der war's. So, und was mache ich jetzt, um sozusagen mich zu entlasten? Gibt ja Mittel, ne? Ja. Aber man sollte das eben schon relativ früh machen. Die Frage ist, aus welchem Bereich ich komme. Und ich habe festgestellt, also gerade auch Leute, wo man denkt, die könnten das intellektuell schaffen, ne? Studienräte oder Leute aus der IT-Branche oder sonst irgendwas, die stolpern über ihre eigenen Füße, ja. Die würden die Richt mit 30 Seiten, 40 Seiten Schriftsätzen sozusagen zukleistern und das liest gar kein Richter mehr, behaupte ich einfach, ne? Aber man muss eben, das ist eben was ich vorhin gesagt habe, das Wesentliche vom Unwesentlichen trennen. Und wo ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, hier, darum dreht sich alles und da müssen auch die Beweise stattfinden. Also wenn ich jetzt einen Strafbefehl bekomme von 6 Jahren, die mir drohen, dann würde ich wahrscheinlich eher einen Anwalt nehmen, als wenn es jetzt nur 6 Jahre ist. Strafbefehl ist nicht 6 Jahre, deshalb dafür hat man schon gesorgt. Okay. Nein, das ist es nicht. es ist ja die Bagatellkriminalität. Und wo man auch annimmt, dass sich der Betroffene nicht wert, ne, weil es einfach klar ist. Also desto höher die Strafe, desto mehr würde ich wahrscheinlich zum Anwalt tendieren. Naja, ist ja, man kriegt ja sowieso einen Pflichtverteidiger. Wenn man, hier eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten ist, dann muss das Gericht von sich aus einen Pflichtverteidiger bestellen. Aber das schreibe ich ja auch in meinem Buch. Da sollte man auch die Chance nutzen und sich ein bisschen umhören. Ansonsten schlägt das Gericht jemanden vor und es ist ja nicht immer der unbedingt besonders gut ist für den Angeklagten, sondern der dem Richter gefallen hat. Und welcher Rechtsanwalt gefällt einem Richter, derjenige, der am wenigsten Arbeit macht. Ja, interessant. Genau. Ich glaube, das Spannendste ist grundsätzlich, weil das halt eine Sache ist, die, glaube ich, so gut wie keiner weiß, dass man sich, solange eben diese Grenze nicht überschritten ist, jeder sich selbst verteidigen darf und es ja trotzdem im Gesetz ja dafür auch wirklich Paragraphen gibt. Natürlich. Ob die umgesetzt werden, haben wir uns schon mal unterhalten. Das ist immer so, ne, ist wie so eine graue Zone, wie der Richter sich dann quasi fühlt, ob der das mag oder nicht. Aber es ist rechtlich da, jeder darf sich verteidigen, jeder darf eine Akte in sich nehmen. Genau. Die Frage ist nur, was glaubst du, was ist der Grund, warum ist das im Gesetz sozusagen, warum gibt es das im Gesetz, wo man sagt, man kann sich auch selbst verteidigen? Also, ich glaube, das ist ein Teil ist ja die Menschenrechtskonvention, da stand es ja schon immer drin, ne, dass man sich selbst verteidigen können muss. Und da stehen auch sozusagen, die Originaltexte sind ja Englisch und Französisch und deshalb auch mit deren Rechtsgebiet verbunden. Also der Engländer hat gar kein Problem, dass ein Zeuge tatsächlich, der wird sehr investigativ befragt. Da fallen unseren Richtern schon die Haare aus und sagen, Gott, wie können Sie den so befragen? Aber wenn der das eigene Beweismittel ist, muss ja der Angeklagte die Möglichkeit haben, auch mal ein bisschen zu stochern und zu gucken und zu machen. Letztendlich ist ja der Angeklagte derjenige, der vielleicht in den Bau wandert. Ne? Also das ist so ein bisschen der Grund dafür. Und letztendlich, wenn ich tätig werde als Wahlverteidiger, leite ich ja sozusagen meine Rechte immer vom Angeklagten ab. Eigentlich sind es ja seine Rechte. Ne? Okay. Und aber zum Beispiel die Sache mit dem Akteneinsichtsrecht, das ist relativ neu und beruht praktisch darauf, dass man sagt, man muss sich auch selbst verteidigen können. Das ist die Menschenrechtskonvention. In Österreich gab es das schon sehr lange. Immer dann, wenn jemand unverteidigt ist. Wenn er verteidigt ist, dann nimmt der Anwalt die Akteneinsicht und dann kann man das mitteilen. Es gab ja auch mal Zeiten, wo man dem Mandanten nicht sagen durfte, was in der Akte ist. Ne? Dieses Obrigkeitsstaatliche. Ne? Das ist ja Gott sei Dank vorbei. Auch eigene Ermittlungen, weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Eigene Ermittlungen kann man heute machen, hat der BGH, da gibt es Urteile zu, wird immer noch ungern gesehen. Aber kann man machen, sollte man auch machen. Aber wie gesagt, der Jurist sitzt gern an seinem Schreibtisch und ist auch mit dem zufrieden, was die Akte hergibt. Ist das was Besonderes grundsätzlich, wenn man es international betrachtet, dieses Recht? Oder gibt es, glaubst du, das ist auch quasi, wird überall angewandt? Also ich sage mal, im angloamerikanischen Rechtskreis ist es so, das ist ja ein Parteienprozess, in der Regel jedenfalls. Ne? Das heißt, es gibt die eine Partei und die andere Partei und in der Mitte sitzt der Richter. Und das ist gut, weil zum Beispiel in Amerika ist der Strafprozess ja dadurch geprägt, dass der Richter keine Akte hat. Der weiß nicht vorher, was passiert, was natürlich aus psychologischer Sicht gut ist. Ne? Der nimmt das wahr, was sozusagen im Gerichtssaal, was da stattfindet. Und dann gibt es eben auch noch die Jury. Ne? Wir haben Schöffen, sind allerdings nur 2. Die Österreicher haben zum Beispiel auch Geschworene. Ne? Und diese Geschworenen sind Leute aus dem normalen Leben. Und die können natürlich auch genauso gut beurteilen, vielleicht sogar noch besser als der Richter, ob, sag ich mal, eine Aussage glaubhaft ist oder nicht. Deshalb sind die, zum Beispiel in Österreich, in großen Verfahren sind die Richter sozusagen davon entlastet. Ne? Zu sagen,
hat er die Tat begangen oder nicht. Und so ist es auch in Amerika, ne, dass man sagt, okay, die Leute hören sich das an. Und zwar genau das, was jetzt im Gerichtssaal passiert. Das ist, die sind nicht vorbelastet durch irgendwelche Akten oder irgendwelche Texte, wohingegen bei uns der Strafprozess ja textlastig ist. Aber deren Bereich ist viel mehr davon gekennzeichnet, dass man eben auch, sagen wir, eigene Ermittlungen anstellen können muss. Also da ist es gang und gäbe, dass auch in vielen Bereichen ein eigener Ermittler tätig ist, sozusagen im Gegenstück zur Polizei. Ne? Der Staatsanwalt halt den Polizisten. Bei uns heißt es aber, die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der Welt. Ne? Die soll be- und entlastend ermitteln, aber es wird leider nicht gemacht. Und die Polizisten zum Beispiel wissen das auch. Also ich bin ja zum Teil in der Polizeiausbildung tätig und das ist völlig klar. Ne? Das wird dir noch beigebracht in der Ausbildung und nachher ist einfach der Fokus wird dann ganz schnell auf eine Person ausgerichtet und dann wird auch alles passend gemacht. Im Amtsgericht waren die ja so jung, ne? die Staatsanwälte. So die kennen auch das Leben nicht. Das, was die Richterin gesagt hat, ist Gesetz und die würden das nicht hinterfragen. So, ja, genau. Ja. Es ist ja auch, das kann man feststellen heute bei den jungen Leuten, also dieses Rebellische, was noch meine Jugend ausgemacht hat, ne? Das fehlt irgendwie. Das ist einfach dieses konsumorientierte, freizeitorientierte und selbst die Richter und Staatsanwälte sitzen ja da mit dem Smartphone und gucken nach, wer da auf Facebook irgendwas geschrieben hat und so weiter. Also diese Ablenkung. Also es fehlt die Konzentration. Auch wenn man zum Beispiel heute in die Bibliothek der juristischen Fakultät geht, da sieht man eben tausendes Pieples irgendwo, da muss der rausgehen, dann ist da, anstatt irgendwie irgendwas einzutippen in den Computer, wird dann recherchiert, weiß ich nicht, auf Facebook und Snapchat und wie die Sachen alle heißen. Also sag mal, der Fokus geht verloren und ich glaube auch, jedenfalls wenn man die neueren Urteile sieht, selbst im Zivilrecht, da geht ganz viel verloren von dem, was ich vorher gesagt habe, diese umfassende Kenntnis des Rechts. Ja, trotzdem, was ich so raushöre, ist, dass ja grundsätzlich du trotzdem sagst, dass das Recht, wie es ist, ist schon gut durchdacht, aber so durch die Menschen halt nicht umgesetzt wirklich. Das heißt, die Ermittlungen werden von der Polizei meist nicht wirklich durchgeführt, wenn da jetzt keiner dahinter ist. Die Gutachten werden meist nicht freiwillig unbedingt erstellt, sage ich mal, vom Richter der Staatsanwaltschaft, wenn wird schwer beantragt, das habe ich halt bei uns gemerkt. Das Gesetz sagt ja natürlich, die Polizei muss ermitteln. Die Frage ist halt nur, wie wird ermittelt, wer ermittelt und wie tief wird ermittelt. Und dann stellt man ja meistens fest, dass es quasi wirklich personenabhängig ist. So, wenn so, Budgetfrage. Was aber wiederum sagt, das Gesetz ist ja von der Basis her trotzdem dann gut, nur die Umsetzung, irgendwie daran scheitert es ja dann mehr oder weniger. Oder wie würdest du das einordnen? Das ist zum Teil tatsächlich so, aber wer wird denn Polizist? Ich würde mal sagen, Polizisten ist so der gleiche Menschentyp, der auch Jurist wird. Ne? Jemand, der bestimmte Regeln hat, an die er sich gerne hält, die er auch nicht in Frage stellt. Und dann gibt es ja noch diese Befehlsstruktur innerhalb der Polizei. Ne? Also die Polizisten könnten ja mal sagen, mache ich nicht. Da gibt es jetzt so ein ganzes Remonstrationsrecht, aber das wird ja nicht genutzt, weil man immer Angst haben muss, man wird nicht rechtzeitig befördert und es geht ja im Wesentlichen um Geld. Ne? Die Polizei ist ja sozusagen noch so, dass er die Gehaltsstufe, ne, die Bezugsstufe anhand der Sterne zeigt. Ne, das ist gar kein eigener Dienstgrad mehr, sondern die Besoldungsstufe wird sozusagen in den höheren Chargen wird das sozusagen anhand der Schulterstücke gezeigt und der Anzahl der Sterne, die da drauf sind. Also es geht ganz viel um die Besoldungsgruppe, in der man sich befindet, ob man denn noch A15 schafft oder A13 oder sonst irgendwas. Und innerhalb der Polizei geht es auch nicht immer um die Frage, wer ist am qualifiziertesten für einen Job, sondern wer ist am längsten dabei. Und die Polizei sagt sich, wir können alles. Na, die Polizei kann prinzipiell alles. Da muss man mal sehen, so Personalmanagement, wo sonst Leute speziell für ausgebildet werden, das ist dann eben der Polizist, der dann vielleicht noch irgendeinen Kurs mitmacht. Das ist in vielen Bereichen so. Das heißt, es gab mal eine Bachelorarbeit, die eine Untersuchung gemacht hat, wie viele einzelne Berufe gibt es eigentlich in dieser Polizeisparte, die sonst in der freien Wirtschaft durch Spezialisten erledigt wird. Und ich weiß nicht, ob das jetzt 60 oder 70 oder 80 waren, aber die Polizei sagt sich prinzipiell, wir können alles. Ja, und so wird das auch gehandhabt. Und jetzt habe ich zum Beispiel, sagen wir mal, eine Sonderkommission für irgendetwas. Und da wird jemand leitet die Sonderkommission nicht, weil er besonders dazu geeignet ist, weil er fantasiereich ist, weil er besonders viele Kenntnisse hat, Allgemeinbildung und sonst irgendwas, sondern schlicht und einfach, der ist auf diesem Dienstposten und der muss jetzt die Sonderkommission leiten. Ja?
Und gerade bei solchen Sachen, die groß sind, muss man viel Fantasie haben. Und die Kriminalistik ist eigentlich die wissenschaftliche Methode dazu. Man stellt Hypothesen auf, aber das ist den Polizisten ja oftmals zu viel. Ne, zu sagen, die wissen ja schon, ja, das kommt sowieso nicht in Frage, das nicht, das nicht, das nicht. Und dann konzentriert man sich auf eine Sache, anstatt wirklich tatsächlich alle Hypothesen durchzugehen, wie das von Hans Gross mal angedacht war und auch ja ein bisschen die Methode ist von Sherlock Holmes, auch Deduktion, das spielt keine Rolle, weil die Polizisten eben nicht wissenschaftlich denken. Und beim wissenschaftlichen Denken muss ich eben offen sein. Also das Ergebnis wird nicht vorgegeben, aber es ist ja in der Regel umgekehrt. Ne? Die wollen gucken, wie komme ich jetzt zu dem Ergebnis. Ne? Und es ist einfach, wenn ich nicht wissenschaftlich orientiert bin, sondern eher darauf aus bin, Regeln einzuhalten und hierarchische Strukturen, dann komme ich auch nicht sozusagen zu Ergebnissen, die ich erforsche. Ne? Jetzt vielleicht grundsätzlich nochmal interessant, dass wir ein bisschen über deine Vergangenheit geredet haben. Wie ist denn dein aktueller Alltag als Strafrechtsanwalt? Wie würdest du das beschreiben? So? Wie, damit man mal so von außen so einen Eindruck hat, was machst du? Bist du dauerhaft am Büro 15 Stunden lang? Nee, oder? Eigentlich ja. Nie. Wie gesagt, ja. Ich bin viel unterwegs, weil ich viele Außentermine habe. Zurzeit habe ich ein Mordverfahren in Stuttgart. Ja. Und da bin ich so 3 Tage die Woche. Es ist so ganz unterschiedlich. Ne? Aber du bist sehr, sehr aktiv quasi und das ist nicht so monoton, wie man von außen denkt. Sonst könnte ich das ja auch nicht machen. Okay, verstehe. Ja. Also meine Sekretärin hat mal gesagt, ich bin der einzige Anwalt, den sie kennt, der sich den Beruf so eingerichtet hat, wie er ihm passt. Wir kommen ja aus dem Bereich Social Media und deswegen würde ich auch gerne mal dir die Frage stellen, spielt Social Media für dich eine Rolle? Überhaupt nicht. Bin ich so alt. Okay. Die Frage, spielt das eine Rolle auch für die Beweisführung eventuell? Jetzt ja. Das heißt, nutzt du quasi auch Social Media, um dann quasi Beweise zu finden? Dafür habe ich Leute. Also das mache ich nicht selber, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Hat jetzt ein Verfahren in Aurich, da ging es um Snapchat. Snapchat war erstmal ein großes Fragezeichen. Ne? Also irgendwas mit Social Media konnte zu tun haben. Der Richter wusste auch nicht Bescheid und der Staatsanwalt nicht. Und insbesondere die Frage, wie lange sind Botschaften da einsehbar und kann das abgespeichert werden und solche Geschichten. Das ist witzig. Das heißt, du nutzt quasi Social Media auf eine andere Art und Weise, ne? Nicht für dich selber, aber quasi ne? Für die Juristik selbst. Naja, das ist ja, weil die Polizei, also muss man wirklich sagen, da gibt es mittlerweile Einheiten bei der Polizei, die da ausgesprochen gut sind. Da sitzen dann junge Leute, die sich damit auskennen. Ja. Ne? Aber es liegt daran, weil das sozusagen auch ihren privaten Bereich betrifft. Ja. Ne? Die wissen, wie man bestimmte Recherchen macht und welche Social Media es gibt und so weiter. Und heute ist nicht mehr die Frage, ob, wenn ich irgendwo ein Bild habe im Internet, ob es da nicht noch weitere Daten gibt. Die wissen, da gibt es so Metadaten, dann können die was auslesen, welche Kamera und mit welcher Blende und wer das noch gemacht hat. Vielleicht noch ein Eintrag von demjenigen, dem die Kamera gehört hat. Das sind natürlich wichtige Sachen. Also die Beweisführung im Social-Media-Bereich ist ja für die Polizei, wird ja immer größer. Ne? Also es ist schon ein Vorteil quasi für euch Juristen, dass es Social Media gibt. Ich sag mal, für meine Mandanten ist das oft ein Nachteil. Okay. Nee, man sieht nämlich, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, so, aber im Bereich der Rapper und so, dass da oft Leute dann verknackst werden, weil sie sich dann irgendwie nach so einem Gerichtstermin geäußert haben und dann wurde direkt irgendwie Bewährung dann ausgesetzt. Ja, das ist Dummheit. Also es ist ein bisschen so, man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der Telefongespräche abgehört wird, die jedenfalls meine Mandanten betreffen. Und dann gibt es so Dialoge wie, denk dran, wir werden wahrscheinlich abgehört. Und dann sprechen die drei Sätze legendiert und dann ist es einfach zu abstrakt. Und dann liefern sie der Polizei die Sachen, wo man sagt, tja, Jungs, hättest du mal Brieftauben verschickt, ja, oder mit CB-Funk oder irgendwas anderes gemacht. Das kommt bei dem Rockerfall, da haben die ganze Zeit gesagt, oh, die hören uns bestimmt ab, aber da haben den genau, es ist immer so. Also ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass es etwas mit der Intelligenz zu tun hat. Könnte man ja sagen, dass die Leute nicht abstrakt denken können. Aber selbst Leute, die gebildet sind, selbst für die ist das zu abstrakt. Ja. Ne? Sich vorzustellen, dass das irgendwo aufgezeichnet wird. Und da wird nicht geknackt oder sonst irgendwas, sondern dass die Polizei kann sozusagen beim Provider unmittelbar die Telefongespräche abrufen und sehen, wo sich der Teilnehmer befindet und all solche Sachen. Ja, am Ende wird halt jedes Telefongespräch irgendwie gespeichert weltweit und am Ende kann man immer zugreifen. Genau, bei der NSA. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich schon so das Ultra-Geheimnis. Genau, aber trotzdem ist es interessant zu wissen, ab wann wird grundsätzlich jemand abgehört? Ist es nur, wenn Beweise da sind oder auch wenn nur... Ja, also die Hürden sind ja schon relativ hoch. Okay. Aber das ist ja nur das, was wir wissen. Ob da nicht noch andere Leute abhören...
Also die NSA hört ab mit, ich glaube, 22 Terabyte in der Stunde. Und die können ja die gesamte globale Kommunikation auf 100 Jahre speichern. Da in Utah, wo diese Speicher sind. Also von daher. Also, und wie gesagt, wir haben ja auch Geheimdienste und wenn nicht wir abhören, wir, also unsere Behörden, dann machen das wie zum Beispiel jetzt in dieser Geschichte mit den kodierten Handys, da machen es die Franzosen, also der Geheimdienst. Und früher hätte man gesagt, diese Daten sind bei uns nicht verwertbar, aber ja, Franzosen haben gesagt, hier habt ihr. Und dann gibt es hier eben zahlreiche Prozesse und bisher hat die Justiz gesagt, naja, Zufallsfund und ist verwertbar. Ne? Und ich sage mal, im europäischen Bereich sind ja die juristischen Hürden für bestimmte Maßnahmen sind ja ganz unterschiedlich. Und es ist ja so, dass die Behörden grenzübergreifend arbeiten können. Und wenn es die Deutschen nicht können, dann rufen die an bei den Holländern oder bei den Franzosen und sagen, könnt ihr mal, ja, gibt einen Bezug, der hat einen französischen Nachnamen, irgendetwas, also da ist, sag ich mal, diese nennt man Forum-Shopping, können die ganz gut agieren. Ne? Also wir sind nicht mehr isoliert. Vielleicht können wir noch mal kurz anschneiden, was aktuell bei dir quasi abgeht, weil du hast was sehr Spannendes, glaube ich, aktuell, einen spannenden Fall vielleicht. Ja, ich habe gesagt, ein Mordverfahren ist ausgesprochen interessant. Ist schon der zweite Durchgang, ich vertrete da allerdings die Familie. Ein Fall, der sozusagen sich vor 27 Jahren abgespielt hat in Sindelfingen, ist eine Frau auf einer Straße in der Nacht erstochen worden. Und letztendlich durch das Betreiben der Familie, die mich engagiert hat und meinen Ermittler, haben wir Akteneinsicht beantragt, schon 2017. Und dann haben die festgestellt, wir haben gar keine Akte mehr. Ja, das war verteilt. Die Landespolizeidirektion in Stuttgart ist aufgelöst worden und das ist sehr, sag ich mal, stiefmütterlich behandelt worden. Also ich behaupte, die hätten nie was gemacht, wenn wir da nicht gedrängt hätten, weil ein Teil der Akte war schon im Staatsarchiv und so. Und aber irgendwie fühlten die sich dann auch bemüßigt, dadurch, dass wir immer wieder nachgefragt haben, nochmal einen DNA-Test zu machen, den man hätte schon viel früher machen können. Aber daraufhin ist dann jemand rausgesprungen, der schon ganz früh in den Ermittlungen gewesen ist. Wie gesagt, wir haben schon mal 30 Tage verhandelt. Der ist auch verurteilt worden wegen Mordes. Allerdings war die Begründung ausgesprochen mau. Deshalb hat der BGH das Urteil aufgehoben und wir verhandeln jetzt nochmal. Das heißt quasi, dass so mehr oder weniger ein DNA-Test nochmal alles wandeln kann? Absolut. Also, und das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, es gibt eben den Personalbeweis und den Sachbeweis. Und hier in unserem Verfahren ist so, die Einzeugen sagen, der Täter ist weggefahren mit einem goldenen Lieferwagen und die anderen Zeugen sagen, nee, das war ein Honda CRX, ein schwarzer. Ne? Das sind die Zeugen, ne? Warum auch immer diese Diskrepanz da war, für den CRX spricht ganz viel, weil die einen persönlichen Bezug hatten, die kannten doch, und da gab es auch noch einen Teil vom Kennzeichen, was gesehen wurde. Und deshalb ist der jetzt Angeklagte, relativ früh in den Fokus gekommen. Und wir hatten ja gerade über Ermittlungen gesprochen, der war eine Spur von vielen und die haben das einfach nachlässig behandelt. Der hat gesagt, Mensch, ich war mit einem Kumpel in Trinken und Essen in einem Restaurant und die Polizei hat dem... Der hat den nur noch angerufen, den Kumpel, hat gesagt, waren Sie mit dem und die? Ja. Anstatt zu sagen, das ist ein Mordverfahren, hören Sie mal zu, wir laden Sie mal vor. Wie war das? War das Lokal überhaupt noch offen oder nicht? Wenn die das damals gemacht hätten, dann jedenfalls wäre der schon ganz früh so weit in den Fokus gerückt worden, dass sie den auch gekriegt hätten. Und das Interessante ist, der hat, und dafür ist er verurteilt worden, ein paar Jahre später eine Frau umgebracht, die an der österreichisch-ungarischen Grenze nicht mehr weiter konnte, weil ihr Pass abgelaufen war und jetzt wieder zurück musste nach Deutschland und ist zudem ins Auto gestiegen und dafür ist auch verurteilt worden, allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. Aber man, jedenfalls ist das meine Interpretation, wenn die damals schon 1995 den tatsächlich an Kanthaken genommen hätten, dann wäre es unter Umständen nicht zu dem zweiten Mord gekommen. Heißt es, dass der, wenn es jetzt wirklich Beweislage klar ist, nochmal lebenslang verurteilt werden kann, obwohl das so lange her ist? Ja, aber nur wegen Mordes. Okay. Nur wegen Mordes. Das ist das Interessante an diesem Verfahren. Und zwar deshalb, weil der Totschlag verjährt. Ah. Wenn die jetzt dazu kommen, es war nur ein Totschlag, dann wird das Verfahren eingestellt werden. Aber wenn die Mordmerkmale gegeben sind,
oder wenigstens eins, ja. Ne? Dann kann er wegen Mordes verurteilt werden, weil Mord nicht verjährt. Also es ist schon so, dass dich ja dann wahrscheinlich 100-mal mehr motiviert, wenn ihr auf Ergebnisse kommt. Wahrscheinlich ist es auch dein Ziel, als wenn man jetzt irgendwie da nichts rausfindet. Ne? Das heißt, es gibt ja, so, wie gesagt, wir haben ja sozusagen dieses Verfahren mit angestoßen und ich habe ja auch meinen Ermittler da in der Spur, um noch Sachen zu suchen. Und von daher, und wir sind da auch sehr aktiv als Nebenkläger. Und ich glaube auch, dass die Familie das verdient hat, dass da mal, sag ich mal, Klarheit in die Sache kommt und die auch ihren Frieden finden, weil seit dieser Zeit sozusagen, wie man dann sagt, so ein Grauschleier über der ganzen Familie, weil die eben so, sag ich mal, so auf unschöne Weise umgebracht worden ist. Wie gesagt, so nebenbei, RTL hat so einen Zweiteiler gemacht, einmal den Mord an der Brigitta Jacobi und einmal an der Frau Heinrich, die sozusagen dann ein paar Jahre später umgebracht worden ist. Und ist eine ausgesprochen spannende Sache. Und wie viel Zeit nimmt sowas ein als Arbeit? Ist es ein Vollzeit quasi, wenn man so einen großen Gerichtsverhandlung hat? Naja, schon mal dadurch, dass ich so eine lange Fahrzeit habe. Also man muss sich vorstellen, ich fahre nach Stuttgart, das heißt, ich fahre einen Tag vorher hin, weil es können ja unter Umständen 10 Stunden sein, die man braucht. Also mit dem Fliegen ist sowieso Quatsch. Man weiß, mit der Bahn, die ist so unzuverlässig, da weiß man nicht, ob man überhaupt mal jemals ankommt. Ja. Das heißt, man hat... fährt einen Tag hin, dann hat man 2 Verhandlungstage und dann fährt man am 2. Verhandlungstag wieder zurück am Nachmittag. Das heißt, das ist ein Tag, der ist dann, ist dann sehr voll. Ne? Und wie lange glaubst du, dauert das Ganze noch, bis ihr das abschließen könnt? Bis März. Bis März, okay. Ja, wir hatten schon mal 30 Verhandlungstage, wären jetzt vielleicht ein paar weniger, aber wir wissen das nicht, also es kann ja immer noch was dazukommen. Und sind es so viele, weil es sich um Mord handelt? Oder wie kommt es, dass es so extrem ist? Es ist ja ein Indizienprozess. Und man muss hier sehen, wir müssen ja herausfinden, wer ist denn eigentlich der Angeklagte? Ne? Auch der Bundesgerichtshof sagt, an der Täterschaft besteht kein Zweifel, weil da gibt es eben die DNA. Ja. Aber die Frage ist, liegt ein Mordmerkmal vor? Ne? Und dazu müssen wir wissen, wer ist der überhaupt? Und wie gesagt, es spricht viele, jedenfalls ist unsere These, ist sexueller Sadismus. Na, das ist also, Fesseln spielt eine Rolle, dann die zum Beispiel auf der Festplatte sind bestimmte Bilder gefunden worden, die in die Richtung gehen und das kann tatsächlich der Weg sein, aber es fehlt oftmals ja die Sachkunde beim Gericht, ne? Und der Gutachter, der hier ist, ist ein psychiatrischer Gutachter, ist auch nicht unbedingt sein Thema. Wir müssen mal gucken, wir bringen vielleicht noch ein eigenes Gutachten ein. Da gibt es eben noch eine ganze Menge zu tun. Denn wie gesagt, ohne Mordmerkmal ist das nur ein Totschlag und dann wird die Sache eingestellt. Ne? Krass. Ich bin sehr gespannt, was es sich ergibt. Aber du meinst jetzt, dein Buch quasi hat auch da was dazu gebracht, dass du quasi so wie auch Fans und Zuschauer hast, die dann auch regelmäßig da zu deinen Prozessen kommen? Oder wie hat sich das entwickelt? Nein, die sind da gewesen, weil wir haben irgendwie drüber gesprochen. Es sind Leute, die sind immer bei Strafprozessen. Und die sprechen einen dann an und dann googeln einen vielleicht und dann stoßen sie ja zwangsläufig auf das Buch. Aber hat grundsätzlich das Buch dir, sag ich mal, weil das ist ja dann sowas wie Offline-Social-Media-Marketing, sag ich mal. Nö. Dafür ist es ist ja ein Sachbuch und wir wissen ja, dass Sachbücher haben in der Regel eine Auflage von 1000. Ne, ich bin, glaube ich, schon, wir haben, glaube ich, schon 2000 verkauft. Das ist eben ein kleiner Kreis und wenn ich ein Kochbuch geschrieben hätte, dann hätte ich damit wahrscheinlich reich werden können. Ne? Aber mir ging es eigentlich darum, dass war etwas gewesen, was mich lange verfolgt hat, wo ich gedacht habe, warum schreibt denn niemand darüber, wie man sich verteidigt? Ne? Also ich sage mal, es gibt ja so viele Bücher über alles. Ne? Wie mache ich eigene Pasta? Oder wie repariere ich meinen Computer? Oder wie richte ich eine Internetseite ein? Oder solche Sachen. Aber niemand sagt einem, was mache ich denn eigentlich, wenn die Polizei mich anschreibt? Worum geht's denn überhaupt? Ne? Das ist ja die Grundlage. Worum geht's? Ne? Ja, das kann man kaum glauben so. Ja. Ne? Also das ist quasi diesen Bereich, was es gibt. Weil es gibt ja irgendwie Kommentare von irgendwelchen Büchern für Juristen, aber nichts Normales quasi, wo man sagt... Der Nicht-Jurist kann ja mit dem Kommentar nichts anfangen. Ja. Ne? Das ist ja, was ich von dir gesagt habe. Man muss wissen, in welchem Teil dieser Struktur befinde ich mich überhaupt und was ist die Kernfrage? Ne? Und es ist ja oftmals so, dass die Mandanten so, sag ich, sehr utopische Vorstellungen haben und dann sagt man ja, aber darauf kommt es nicht an, ne? Sondern es kommt auf einen ganz anderen Teil an und das muss man eben sehen und das macht eben den Juristen aus, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Gibt es das als Hörbuch schon oder nur als Buch? Nee, nur als Buch, ja. Okay. Kann ich mir auch als Hörbuch überhaupt nicht vorstellen. Okay.
Das ist nur für die faulen Leute, die irgendwie Auto fahren oder so. Und nee. Dann also, ja. Nee. Interessant, ja. Ja, aber man kriegt trotzdem mit, also ich glaube, es wird auf jeden Fall in der Zukunft einen Impact haben, weil wenn man sowas recherchiert, gerade Strafrecht, das spielt immer eine Rolle so, dann werden die Leute auch immer natürlich immer mehr den Namen sehen, weil, okay, da hat jemand ein Buch geschrieben, es gibt halt nicht so viele, und dann sieht man direkt das, und dann ist noch so ein Buch, wo man auch wirklich, ne, mal Fakten kriegt. So, ich meine, als, wenn ich das eingebe, sehe ich das halt überall jetzt mittlerweile so, trotzdem bei Google so, das ist von alleine, du bist da wahrscheinlich nicht involviert, ja. Aber es verbreitet sich halt so Stück für Stück. Ich habe nichts dazu beigetragen, also ich habe da gar keine Ahnung von. Und das ist halt einfach, sag ich mal, trotzdem würde ich jetzt sagen, marketingtechnisch auf jeden Fall schon mal auch ein guter Schachzug. Selbst wenn du jetzt davon noch nichts merkst, es dauert alles, braucht seine Zeit, sage ich mal. Aber es ist halt cool, weil die Leute auch wissen sozusagen, dass eine echte Person steckt dahinter, die ist greifbar, die ist in Berlin, so eine der wichtigsten Städte, so würde ich sagen, ne, wo auch am meisten los ist, weil du hast, sage ich mal, hier auch mal, sage ich mal, wahrscheinlich von allem schon was gesehen. Alles, ja. Und das spiegelt sich natürlich daran wider und ist natürlich auch umso wichtiger, quasi deine Meinung dort auch nochmal zu sehen, plus eben einfach diese Grundlagen nochmal zu erfahren. Von daher würde ich jetzt, wahrscheinlich würde ich schon davon ausgehen, ich meine, wenn du da aktiv was natürlich tun würdest noch, dann würde sich das wahrscheinlich wie ein Lauffeuer verbreiten. Aber du bist ja quasi so ein bisschen hetzig zurück, was ja Social Media angeht und so. Kann ich auch verstehen. Ist ja auch immer eine Pflicht, ne? Also man muss ja Inhalt bringen. Ich bin ja von zig Seiten schon gedrängt worden, einen YouTube-Kanal zu machen. Aber das ist auf jeden Fall cool. Also aus Social Media-Sicht wäre das cool. Du bist auch die Persönlichkeit dafür, aber es ist natürlich... Was viele unterschätzen, extrem viel zeitaufwendig. Es ist zeitaufwendig, das frisst deinen Kopf. Ja. Das ist nochmal quasi ein Fulltime-Job nebenbei. Ja. Trotzdem ist die Frage, guckst du selber YouTube aber ab und zu? Oder? Ja, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie irgendetwas funktioniert. Okay. Ja? Also zu gucken, wie man sich nicht ein Graviergerät in Gang setzt, mit welchem Programm. Und da muss man sagen, da ist YouTube einfach toll. Oder wie ein Schnellkochtopf funktioniert. Ja. Natürlich kann man das lesen, aber da gibt es ja tatsächlich Leute, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu zeigen, wie ein Schnellkochtopf funktioniert. Na? Oder wie man Sugo zubereitet, so nach italienischer Art. Kann ja ein Kochbuch lesen, mache ich auch manchmal ganz gerne, weil die Bilder meistens ganz schön sind. Aber um mal schnell von einer italienischen Mama gezeigt zu kriegen, wie man Sugo zubereitet, da gibt es ja nichts Besseres als YouTube. Ja, okay. Also nutzt du auf jeden Fall auch YouTube, selbst wenn du es selber nicht machst. Aber gut, in der Zukunft wird es ja sehen, ne? Später vielleicht, wenn du dich mal zurücklehnst und du sagst, ey, ich habe so viel Zeit. Aber was noch interessant war, ist, wie wir gesagt haben, dass es so wenig Bücher gibt. Du hast ja auch damit irgendwie mit deinen anderen Anwaltsfreunden oder so auf jeden Fall da schon so ein bisschen angeeckt. Weil die meisten ja irgendwie natürlich nicht wollen, dass man jetzt sich selbst verteidigt, ne? Weil das ist nicht gewünscht. Aber ich sage mal, ich habe ja so ein paar Anrufe gekriegt von Leuten, die gesagt haben, jetzt wissen sie, dass sie sich nicht selbst verteidigen können. Ne? Also es geht doch nur darum, beurteilen zu können, kann ich das selbst reparieren oder nicht. Ja. Und wenn ich sage, okay, irgendein Teil in meinem Auto ist kaputt, das ist so weit im Motorbereich drin, dass ich den Motor ausbauen muss und den Vorderwagen abbauen muss und sonst irgendwas, dann weiß ich, das mache ich nicht selber. Ja. Ne? Und wenn man das wenigstens sieht, und wie gesagt, man muss den Gedanken loswerden, dass wenn man nichts gemacht hat, auch nicht verurteilt werden kann. Ja. Ne? Das heißt, bei uns, ehrlich sitzt am längsten. Ja. Ne? Das ist einfach, wenn man sich offenbart und der Meinung ist, dass man sich damit entlastet, man weiß nicht, was in der Akte drin ist, und das vielleicht in das Bild, in das, wie man heute sagt, in das Narrativ der Polizei passt und der Staatsanwaltschaft, und die das umdrehen können. Ne? Also wie gesagt, man darf nie denken, dass man unschuldig ist. Zum einen nicht, weil man nicht den Tatbestand kennt. Also man weiß nicht, wann mache ich mich denn überhaupt strafbar. Ne? Also bei vielen Sachen haben die Leute ja so laienhafte Vorstellungen, wann man sich strafbar macht und wann nicht. Zum anderen weiß man nicht, was gibt es denn an Sachverhalt, der sozusagen schon festgestellt worden ist durch die Polizei. Ja. Wie oft arbeitest du jetzt privat mit der Polizei zusammen? Ist es oft in mit der Polizei arbeite ich ganz selten zusammen. Ja. Ich mache zwar Ausbildung im Polizeibereich, aber manchmal machen wir das, also mein Ermittler, also wir sind ja manchmal tätig für Leute, die sozusagen darauf angewiesen ist, dass die Arbeit ein Privatermittler macht, weil die Polizei kein großes Interesse hat. Ne? Und dann gibt es auch da, sage ich mal, Berührungspunkte. Ne? Oder ich bin, weiß ich nicht, manchmal in so einem... Verfahren organisierte Kriminalität, da war ich mal Zeugenbeistand für einen Mandanten, der im Zeugenschutz gewesen ist. Es war sehr interessant, wenn man das mal gesehen hat, also wirklich sehr konspirativ und mit viel verdeckten und legendierten Geschichten und so weiter.
auf jeden Fall schon sehr interessant, was du für Geschichten hast. Und grundsätzlich sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass wir durch deine Hilfe letztendlich bei uns auch einen Freispruch erzielen konnten, was natürlich nicht die Regel ist. Man kann ja nicht sagen, jetzt ihr holt alles Buch von Mario Seidel und habt einen Freispruch. Aber man muss auch wissen, wo man die Notbremse zieht, ne? Dass man die Sache nicht überreizt und nicht unbedingt einen Freispruch will, wo man sagt, Menschenskind, okay, die Sache wird eingestellt und du zahlst 250, dann sollte man das unter Umständen annehmen. Wenn man, wie gesagt, als Anwalt kann man viel eher spüren, ob das Gericht verurteilt oder nicht. Und in der Regel verurteilen die einfach. 3% Freispruchquote sind 3% Freispruchquote. Ne? Das heißt, das spricht immer gegen ein. Also das Buch wird auf jeden Fall unten verlinkt. Dass ihr das mal habt, gibt es grundsätzlich eine Möglichkeit, irgendwie dich zu kontaktieren oder so trotzdem für die Leute? Immer, ich bin ja im Internet. Ich soll sogar eine Internetseite haben. Ich weiß nicht, ob die noch existiert. Aber das ist jedenfalls meine Telefonnummer, meine Adresse. Das heißt, die Website ist auch da. Ja. Grundsätzlich kann ich euch empfehlen, kauft euch erstmal das Buch, lest euch das durch. Dann könnt ihr so wirklich sehr, sehr viel schon erfahren. Und anschließend, sage ich mal, wenn jemand braucht, der wirklich, sage ich mal, bei einem komplizierten Fall, den ihr dabei haben wollt, in Berlin, sage ich mal, im Umkreis, habt ihr hier Mario Seidel. Und ich bedanke mich, dass du hier warst. Ja. Wirklich sehr, sehr interessant. Also ich könnte Stunden mich darüber unterhalten, weil irgendwie hat es bei uns auch so ein Feuer entfacht. Ich habe auch schon damals immer gemerkt, irgendwie interessiert mich das doch, weil das irgendwie einerseits so komplex ist, aber andererseits irgendwie schlingelt man sich dann durch und sieht dann ab und zu noch irgendwo Licht dann im Tunnel und ja.